Endlich, endlich, endlich. iOS 13.2 ist am Start für den HomePod und bringt viele neue Funktionen, allerdings nicht alle, auf die wir gewartet haben. Dazu später aber mehr. Es gibt auch noch einige Sicherheitshinweise am Ende des Videos, die super wichtig sind. Aber ich will euch als erstes einmal zeigen, wie ihr das Ganze installieren könnt, wenn ihr es noch nicht drauf habt. Ihr geht in die Home-App, haltet länger auf euren HomePod gedrückt und bekommt dann hier diese Anzeige, wo ihr iOS 13.2 für den HomePod laden könnt. Und sobald das installiert ist, habt ihr dann die Möglichkeit, folgende Sachen zum Beispiel zu machen. Ihr könnt Musik abspielen und dieses Moment jetzt quasi auf dem iPhone wird die abgespielt. Und wenn ich das jetzt quasi hier nah ranhalte, wirklich hier so ein Bumper, wird es hier auf dem HomePod abgespielt. Man muss nicht zwingend dagegen hauen, aber man muss schon ein bisschen näher kommen. Ich habe das ein paar Mal probiert. Funktioniert wirklich einwandfrei. Also man kann sowohl übergeben als auch übernehmen und bekommt dann quasi so ein haptisches Feedback, dass quasi Musik jetzt übergeben wurde. Das kann man mit Podcasts machen, das kann man mit Musik machen, das kann man mit Hörbüchern machen. Wenn man beispielsweise vom Sport kommt oder vom Laufen und will die Musik weiterhören beim Duschen oder so, dann kann man da einfach das iPhone an den HomePod halten und schon wird das Ganze übertragen. Ihr seht, es funktioniert einwandfrei. Der zweite Punkt, der auch super interessant ist, ist auch in der Home-App. Und zwar, ich habe diverse Szenen hier zum Beispiel fürs Büro, dass beispielsweise beim Guten Morgen diverse Dinge ausgeführt werden. Dann kann ich jetzt hier zu dieser Szene was hinzufügen. Und zwar den HomePod. Den habe ich hier jetzt schon mal hinzugefügt. Drücke auf Fertig. Und wenn ich hier jetzt raufgehe, dann seht ihr unten, dass ich festlegen kann, was abgespielt werden soll. Audio wiedergeben, beziehungsweise fortsetzen, je nachdem wie ich möchte. Ich kann die Lautstärke anpassen und dann kann ich hier Audio auswählen. Ich habe hier zum Beispiel dann Radio genommen, chillige Musik hier im Laden ist ja sehr, sehr cool und markiere das entsprechend. Dann ist das ausgewählt und wenn ich jetzt morgens meine Routine starte, wo das Schloss aufgeht, wo die Lampen angehen, wo die Heizung sich entsprechend einstellt, wird jetzt auch noch mit die Musik abgespielt. Das ist richtig cool, weil das war vorher in der Form nicht möglich. Das heißt, ihr könnt das in eure Szenen jetzt mit einbauen. Wenn ihr beispielsweise eine entspannte Stimmung haben wollt zu Hause, dann könnt ihr die Musik jetzt dort auch mit einbinden. Und das, was... Sorry. Und das, was auch noch sehr, sehr cool ist, ist die Möglichkeit, entspannende Sounds abzuspielen. Siri, spiel Meeresrauschen. Ich bin dabei. Na klar, ich spiele Meeresrauschen. Und das kann man dann auch wiederum verwenden, um beispielsweise als Einschlafhilfe ein bisschen runterzukommen. Da kann man diverse Umgebungsgeräusche, Ambient Sounds sozusagen, für den HomePod jetzt nutzen. Das, was tatsächlich nicht gekommen ist, was mich auch sehr, sehr traurig macht, das ist die Spracherkennung, dass der HomePod deine persönliche Stimme erkennt und nicht auf jeden reagiert bzw. persönliche Anfragen beantwortet, wenn man das selber vielleicht gar nicht möchte. Das ist derzeit nur in den USA am Start und in Deutschland wird es noch sehr viel später, wir wissen nicht, wann es kommt, aber es wird sicherlich noch irgendwann nachgeliefert. Das ist super schade, aber das ist jetzt leider so. Und das, was super wichtig ist, wenn ihr dieses Update gemacht habt, dann versucht nicht, euren HomePod zurückzusetzen, weil da gibt es derzeit gerade richtig viel Probleme mit iOS 13.2 auf dem HomePod. Gibt es, wie gesagt, beim Zurücksetzen Probleme, deswegen macht das auf gar keinen Fall, bleibt ruhig, macht das Update und dann lasst ihn auch erstmal so laufen, wie er am Start ist. Auch bei Apple Music gibt es derzeit Probleme, wenn ihr auf der Apple Service Seite nachschaut, dann sieht man, dass Apple Music gerade ein paar Streaming Probleme hat, das heißt, ganz beruhigt, falls jetzt irgendwas nicht funktioniert, ich gehe davon aus, dass es sehr bald wieder funktionieren wird.